Sportdirekt on Tour wird Ihnen präsentiert von Treppenbau Voss, die Treppenprofis aus Norddeutschland und Firepack, der Fachhandel für Einsatzkräfte. Deutschland im EM-Fieber. Die Fanzone in Hamburg war am vergangenen Samstag wieder der große Treffpunkt für über 50.000 Fußballbegeisterte. Wie oft warst du schon auf der Fanzone? Wie gefällt es dir? Einmal. Das ist ganz gut. Das ist jetzt das zweite Mal und gefällt mir gut. Das ist jetzt tatsächlich erst das zweite Mal. Vorher kam ich nicht dazu, aber gefällt mir gut. Gute Stimmung auf jeden Fall. Die deutschen Fußballfans waren schon weit vor dem Anpfiff in bester Partylaune und hatten wohl auch ein gutes Gespür in Sachen Ergebnis. Heute, ich glaube, 2-0 für Deutschland. 2-0 für Deutschland. 2-0 für Deutschland. Dann bleibt nur noch die Frage, was meint der Gegner aus Dänemark dazu? Es wird schwierig, aber auf Dänemark. Wie viel? Wie in 92. 2-0. Dankeschön, Dankeschön. Aber die Fans der deutschen Nationalmannschaft waren sich einig. Bei so viel Party und guter Laune sollte es eine Fußballnacht in Schwarz-Rot-Gold werden, bei der Kai Havertz in der 53. Minute die Fanzone zum ersten Mal richtig zum Beben brachte. Mit dem Treffer von Jamal Musiala, ganze 15 Minuten später, war allen klar. Die deutsche Nationalmannschaft steht im Viertelfinale und hat noch viel vor, so wie die Fans in der schwarz-rot-goldenen Hamburger Partynacht. Also ich war gerade drin, es war übertrieben voll und ich muss sagen, die Stimmung war echt geil. Also Wahnsinnsstimmung hier am Heiligen Geistfeld, echt heute mega Abend. Krass, verrückt. Was? Eine Achterbahn der Emotion. Ich hoffe bei Gott, dass wir ins Finale kommen und diesen Pott nach Hause. Ich bin unglaublich stolz auf diese Mann. Wir haben es geschafft und wir haben gewonnen. Und hoffentlich kommen wir nach Berlin und gewinnen das Ding. Genau. Ich sag, wir fahren nach Berlin. Sportdirekt on Tour wird Ihnen präsentiert von Treppenbau Voss, die Treppenprofis aus Norddeutschland und Firepack, der Fachhandel für Einsatzkräfte.